Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog hier aus NRW in der Corona-Krise mit den Ausgangsbeschränkungen. Wir sind sehr viel zu Hause und deswegen vlogge ich zurzeit jeden Tag, damit ihr was zu schauen habt und damit ich auch was zu tun habe in der Zeit. Ich habe euch gestern in dem Video ja ein bisschen auflaufen lassen, in Anführungsstrichen. Ich habe euch nicht erzählt, was für eine super Nachricht wir im Garten bekommen haben beim Grillen. Und das wollte ich jetzt nachholen. Ich wollte euch aufklären. Und zwar war das ja so, dass wir unser Geschäft schließen mussten. Wegen der Corona-Krise. Und ja, das war sehr doof. Also zwei Geschäfte, einmal das Nagelstudio und einmal das E-Zigaretten-Geschäft mussten wir schließen. Und natürlich, ja, ist man dann in Panik auch ein bisschen und hat Zukunftsängste und wann darf man wieder aufmachen. Das ist ja auch alles eine unbestimmte Zeit gewesen, dass man ja nicht wusste, haben wir jetzt für 2 Wochen zu, haben wir für 2 Monate zu oder dauert das Ganze 1,5 Jahre, keine Ahnung, bekommt man Geld. Es wurde in Aussicht gestellt, dass man Kredite bekommt. Wir möchten keine Kredite. Das habe ich immer wieder in meinen Videos gesagt, dass wir niemals Kredite aufnehmen. Wenn wir was haben möchten, dann sparen wir und bezahlen es dann. Und ja, jedenfalls, ich schweife vom Thema ab, haben wir dann in der Zeit, wo wir noch aufhaben durften, unser Geschäft jeden Tag mit dem Ordnungsamt telefoniert und nachgefragt, dürfen wir noch, ist es noch okay, und das war auch immer okay. Und dann war halt, obwohl ich morgens angerufen hatte beim Ordnungsamt, war dann halt an einem Nachmittag letzte Woche das Ordnungsamt mit der Bundespolizei oder wem auch immer bei Bernd im Geschäft, im E-Zigarettenladen, und hat gesagt, er müsste sofort schließen. Es war keine Strafe oder so, die waren total freundlich. Es ist auch eine verzwickte Situation, keiner weiß Genaues, und er wurde halt nur darum gebeten, jetzt den Laden zuzumachen, was er dann auch gemacht hat. Und seitdem waren wir dann beide zu Hause. Mein Nagelstudio hatte ich ja schon vorher geschlossen. Ja, und seitdem haben wir jetzt auch ein paar Mal mit dem Ordnungsamt telefoniert, und gestern, als wir gegrillt haben, hat der Mensch vom Ordnungsamt zurückgerufen oder hat uns angerufen. Also es war halt so abgesprochen, sobald er was Neues weiß, meldet er sich, und gestern hat er sich gemeldet und die hatten das nochmal besprochen bei der Stadt am Vormittag und ja, haben dann halt gesagt, dass E-Zigaretten zum Bedarf des täglichen Lebens gehört, da es ja auch mit Nikotin ist. Und ja, wir dürfen wieder aufmachen. Und das war gestern eine wirkliche Überraschung. Wir sind sofort zum Laden, haben da alles vorbereitet. Wir sind noch im Baumarkt. Wir haben auch an der Kasse so ein Plexiglas-Ding hingestellt. Einfach nur was Provisorisches. Das braucht ja nicht schön aussehen. Hauptsache, dass Bernd auch geschützt ist. Weil, ja klar, wir dürfen jetzt aufmachen. Das freut uns. Weil wir halt die Einnahmen brauchen. Also jeder, der selbstständig ist, der kann sich vorstellen, wenn man 0 Einnahmen hat, oder auch Angestellte, wenn man 0 Einnahmen hat und die Kosten laufen alle weiter. Und wir als Selbstständige haben natürlich noch die doppelten Kosten, doppelte Mietkosten, doppelt Strom und das alles. Steuern, was man da stunden kann, aber das ist halt alles nicht das, was wir machen wollten. Aber so sehr wir uns darüber freuen, dass wir wieder unser Geschäft öffnen können, ist natürlich auch Angst da, dass Bernd sich infiziert. Obwohl man ja sagt, er gehört nicht zur Risikogruppe, ich weiß, aber ich mache mir halt trotzdem hier meine Sorgen. Und ja, Geld ist nicht alles, aber man ist echt im Zwiespalt, sage ich euch. Es ist nicht einfach. Ja, somit ist er jetzt weg. Es ist jetzt schon 11 Uhr. Ich bin mit unserem Sohn und mit Smurfy alleine hier zu Hause und wir warten auf den Paketmenschen. Das war auch wieder ein Kuddelmuddel. Wir hatten halt sonst uns immer alle Pakete in den Laden liefern lassen, weil halt immer jemand da war. Und das ist ja dann halt auch praktisch. Dann können die Paketmenschen einfach alle kommen, die Lieferdienste, und es ist immer jemand da. Jetzt hatten wir geschlossen, also haben wir es uns hier nach Hause liefern lassen. Und ja, jetzt warte ich halt hier auf Pakete. Und man weiß ja nie so genau, wann die kommen. Die sagen ja nur so von bis. Es ist
Ja, somit sind unsere Pläne für heute auch komplett anders. Wir wollten eigentlich mit unserem Bollerwagen auf den Markt gehen heute, den wir ja extra gekauft haben. Aber da jetzt Bernd arbeiten ist, werde ich wohl alleine einkaufen gehen müssen. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit hier schon Haushalt gemacht, also so aufgeräumt, was man so macht. Und wir gehen nachher essen zum Bernd im Laden. Ich habe gefüllte Paprika aufgetaut oder bin dabei, die aufzutauen. Werd noch Kartoffeln schälen und kochen gleich, dass wir die mitnehmen können. Und ja, dass wir halt wenigstens zusammen Mittag essen können im Laden auf der Arbeit. Das ist halt alles jetzt so abgesperrt. Es darf immer nur ein Kunde reinkommen und es wird alles desinfiziert. Ja, schwierig. Auf meiner To-Do-Liste für heute steht, diese Fliegengitter anzubringen. Einmal in der Küche und im Wohnzimmer die Fenster und halt hier die Balkontür. Denn wir haben jetzt schon Fliegen hier in der Wohnung. Und ja, bevor es noch mehr wird, mache ich das. Und schaut mal unsere vorgezogenen Pflanzen, wie die hier abgehen in der Küche an dem Fenster. Das ist, glaube ich, Gurke. Ich habe die nicht beschriftet diesmal. Das ist, glaube ich, Kohlrabi. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass das die ungarische Paprika ist, die wir mal letztes Jahr bestellt haben und ausgesät haben und dieses Jahr wieder. Und hier kommen auch schon ein paar Sachen. Ja, wunderbar. Also diese Setzkästen, das ist ja hier mit so einem, wie heißt das, Dach gewesen. Ich habe das jetzt nur abgemacht, weil die schon so hoch sind, dass die dran schlagen. Die haben wir letztes Jahr geholt und die sind super praktisch. Ich wollte jetzt das Fliegengitter anbringen und hier sind noch vom letzten Jahr die Klettverschlussdinger dran. Die muss ich jetzt erstmal entfernen. Oh. Also nur die oberen. Das sind ja immer zwei Seiten. So, es ist nicht die beste Qualität, ich weiß. Und es wird auch wieder abreißen, ich weiß. Aber es ist in Ordnung und ich hatte jetzt noch eins und ich wollte es nicht wegschmeißen und nächstes Mal wollte ich dann so eine Tür holen. Das kennt ihr bestimmt, so eine Fliegengittertür. Ich möchte halt ja kein Gift oder so sprühen und deswegen mache ich lieber überall die Fliegengitter. Weil letztes Jahr hat es echt Überhand genommen hier mit den ganzen Fruchtfliegen, weil wir halt auch immer so viele Bananen liegen haben. Zum Reifen für unseren Shake, den ich euch zwischendurch immer zeige. Mal eben gucken, ob die Kartoffeln schon gar sind. Reif sind die bestimmt noch nicht. Die haben wir noch gar nicht eingepflanzt. So. Nur ein bisschen noch. Das Paket ist auch schon da, das heißt, wir können jetzt gleich losfahren zum Bernd. Und ja, ich habe gestern vergessen, die Paprika rauszuholen aus dem Eisfach. Deswegen ist sie jetzt noch eingefroren und ich werde sie jetzt schon mal in der Mikrowelle antauen. Normalerweise habe ich das lieber, wenn die Sachen so über Nacht von alleine auftauen, aber ja gut, es nutzt jetzt nichts. Dann haben wir einmal nur Soße. Also hier ist Paprika drin und hier ist nur Soße drin. Weil wir lieben alle diese Soße. Die ist so lecker. Hört ihr den Alarm? Das ist Feuer. Man hört schon die Feuerwehr. Boah, ich dachte, jetzt ist hier Coronavirus-Alarm oder so. Mein Video ist gerade online gekommen, also jetzt schon ein bisschen länger, von gestern mit dem Nachbarschaftsstreit. Und ihr seid sehr empört über unseren bösen Nachbarn, der mir in die Stiefel gepinkelt hat und noch ganz viele andere böse Sachen hier gemacht hat. Ihr gebt mir Tipps, was wir machen können oder uns. Sowas wie zum Beispiel, wir könnten Hundescheiße in seinen Briefkasten machen oder an die Türklinke bei ihm. Oder eine Kamera aufhängen. Also glaubt mir, diese bösen Gedanken, die hatte ich auch alle so mit Scheiße in Briefkasten und so. Aber damit würden wir noch mehr seinen Hass anstacheln. Und dieser Nachbar, der hat nicht viel außer seine 45 Quadratmeter Wohnung da oben, ne? Aber wir sind halt sehr angreifbar. Wir haben immer ein Auto draußen stehen. Da könnte er die Reifen platt stechen oder er könnte zu uns auf die Arbeit fahren und
da am Laden Unfug machen, keine Ahnung, auf was für Ideen da alles kommt. Deswegen, wir möchten dem ja nicht noch halt anstacheln und noch mehr Grund geben. Was heißt Grund? Also einen Grund haben wir ihm ja nie gegeben. Es wurde ja auch gefragt, warum er das alles macht. Das muss ja irgendwie angefangen haben. Und eigentlich hat er uns von Anfang an gehasst. Es sind ja drei Parteien hier in dem Haus. Und es haben früher hier noch andere über uns gewohnt. Und die haben uns auch gehasst. Und da hatten wir ständig Ärger mit den Vermietern und mit denen. Also die haben sich immer über uns beschwert. Sowas wie zum Beispiel, wir würden ständig die Kleiderschranktüren bollern und so, ne? Also auf und zu klackern. Und dann habe ich halt damals auch schon gesagt, also man zieht sich ja maximal zweimal am Tag um, halt morgens und abends. Und auch da boller ich die nicht. Oder der Kleine würde ständig mit den Bauklötzen schmeißen. Ach, es war immer, irgendwas haben die immer gehabt. Und der von ganz oben und die in der Mitte, die waren immer so Best Friend. Haben sich eine Waschmaschine geteilt und sowas alles und dementsprechend hat der von ganz oben uns auch gehasst. Und das macht er bis heute. Die von oben, ja, die haben sich halt irgendwann getrennt und dann ausgezogen und waren sehr komische Menschen. Und ja, der von ganz oben hasst uns halt immer noch. Und ja. Aber wie gesagt, wir wollen dem nicht noch mehr Futter geben, dass er uns noch mehr hasst und noch mehr Mist macht und uns noch mehr Sachen beschädigt. Ja. Ich wollte jetzt unsere gekochten Kartoffeln, also die, hier reinmachen, um die halt zum Laden zu transportieren. Aber schaut euch mal den Rand an von dieser Dose. Habt ihr das auch bei euren Vorratsdosen oder Tupperdosen, sagt man ja immer. Die sind jetzt zwar von Lok und Lok und die sind auch super toll, weil die diesen Deckel haben. Hier, der ist ja total dicht, ne? Mit so einem Gummi da am Rand und so. Und die haben wir immer. Die sind echt mega klasse. Die haben wir in rund, in eckig, in allen Variationen. Die habe ich euch ja auch schon mal verlinkt, weil wenn wir so Suppe oder so transportieren, sind die praktisch. Aber das, wie auch alle anderen Dosen, die wir schon hatten, ja, wenn man die benutzt, dann bekommen die halt diese ekligen, was ist das, Ablagerungen oder so, keine Ahnung, das geht gar nicht mehr weg. Habt ihr Tipps dagegen, dass das gar nicht erst kommt oder wie man das wieder wegbekommt? Da wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreiben könntet. Ja, dann erklär mal den Zuschauern, warte, erstmal, was wir hier... weiß ja jeder, was los ist. Ja, weiß jeder und wir haben halt... Ja. Das hier so eine, was ist das, Dachplatte-Ding, ne? Das hatten wir auch mal auf dem Hühnerstall. Einfach hier so hingestellt, damit... Ja, dann kommen die Kunden her. Das stört aber, ne? Und dann kommt man einfach rein. Ja. Ja. Dann sage ich, stell dich doch bitte dahinter, da fahren wir das doch. Ja, aber dann sehe ich dich nicht so gut, sagt er. Ja, ich weiß, da habe ich ein schickes Bild von mir per WhatsApp, aber... Ja. Ja, ich möchte ja nicht mal Kundenherz, das ist ja nicht böse. Nein, aber ja. Ich bin gesund. Und dann habe ich gesagt, habt ihr euch testen lassen heute Morgen? Ja, nee. Ich sage, dann wissen wir alle nicht, ob wir gesund sind. Ja, und wir haben halt jetzt nur sowas hier vorgemacht. Das hat jetzt 20 Euro, glaube ich, gekostet, ja, ne? Ja, 21 Euro. Ja, weil wir ja nicht wissen, wie lange wir jetzt auflassen dürfen. Es kann ja sein, dass in 2 Tagen wieder das Ordnungsamt anruft und sagt, wir müssen wieder zumachen. Und deswegen wollten wir jetzt da nicht so viel Zeit und Geld investieren und so viel aufbauen. Ja. Wieder zu Hause und ich habe jetzt gerade so voll den toten Punkt. Ich muss jetzt die Spülmaschine leer machen und weiter aufräumen und Haushalt und das alles. Aber ich habe jetzt halt gerade so gar keinen Bock. Ich würde am liebsten einfach mich auf die Couch legen und nichts tun. Aber dann fühle ich mich schlecht. Weil ich immer gesagt habe, boah, ich muss so viel arbeiten und so. Und dann hat man immer so quasi eine Ausrede, wenn der Haushalt nicht so tipptopp ist. Ne? Weil man ist ja halt viel arbeiten. Dann kann man halt immer sagen, ja, habe ich nicht geschafft. Aber jetzt habe ich ja voll viel Zeit. Und wenn ich mich jetzt hinlege und sage, ich mache den Haushalt nicht, dann bin ich faul. Ich will nicht faul sein. Also mache ich weiter.
Der ist auch nur am Schlafen. Ich will mich nicht beschweren. Wenn er schläft, kann er keinen Mist machen. Ja. Total schön und beruhigend. Das Vogelgezwitscher, die schöne Sonne. Herrlich ist das. Und der Hund, der immer schnuppern muss. Smurfy, komm rein. Super. Ja, fein bist du. Ja, super. Hier. So ein dickes Leckerchen. Bitte schön. Oh. Ich habe jetzt gelbe Gummistiefel, nachdem in die roten reingepinkelt wurde. So, meine Lieben, ich werde jetzt hier den Vlog so langsam beenden. Ich decke jetzt noch den Tisch. Bei uns gibt es nämlich gleich Abendbrot. Bernd kommt gleich von der Arbeit. Und heute gibt es bei uns wirklich nur Abendbrot. Also Brot und so ein bisschen Gemüse geschnippelt, Paprika und so Maiskörbchen, diese kleinen eingelegten dabei und diese vegane Wurst, die wir gestern bekommen haben. Und da wurde ich gefragt, wo wir bestellt haben. Das hieß Wekoop, also wekoop.de. Da haben wir bestellt dieses Mal. Wir haben da keinen bestimmten Shop. Und ich glaube, ich werde so eine ganze Kanne Tee machen. Ich fühle mich wirklich so, als ob ich krank werde oder bin, so als ob ich Fieber habe. Ich habe aber Fieber gemessen, ich habe kein Fieber. Ist bei 36,6 die Temperatur und mein Hals irgendwie so, kennt ihr das, wenn das da hinten so anfängt im Hals? So kribbeln, Nase, Hals, ja. Deswegen werde ich eine große Kanne Tee jetzt schon mal aufsetzen. Da. Mache ich einfach einen Minztee jetzt. Und dann habe ich so ein Stöfchen, so ein Oma-Stöfchen. Da mache ich das dann drauf. Und dann bleibt er auch schön warm und kann schön durchziehen. Da ist er. Ich habe zwar auch Minze im Garten, was ich noch lieber mag. Aber da habe ich ja frische Erde drauf gemacht. Und deswegen ist sie noch nicht so gut zu ernten. Da ist halt voll viel Erde mit dran. So. So. Wasser aufsetzen. Jetzt habe ich wieder vergessen, mich zu verabschieden. So, meine Lieben, ihr seht, das Tablett ist gedeckt. Der Bernd kommt gleich von der Arbeit. Und ja, ich würde einfach sagen, ich melde mich morgen wieder. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und eine gute Nacht. Und bis morgen in hoffentlich alter Frische. Tschüss!